Hey und herzlich willkommen zu Itilio Cloud & Covered Hands-On. Mein Name ist Raphael und in diesem Video möchte ich euch die Quiet Time Policies in Intune zeigen, mit denen ihr Benachrichtigungen von Teams und Outlook auf Smartphones zu vorgegebenen Zeiten stummschalten könnt. Vielleicht gibt es bei dem einen oder anderen eine solche Anforderung oder ihr habt auch diesen einen Kollegen, der im Urlaub ständig auf seine Teams-Nachrichten schaut und dann nach 2 Wochen komplett unerholt zurückkommt. Dafür gibt es die Quiet Time Policies. Navigiert dazu im Intune Admin Center links zu Apps, dann hier runter zu Quiet Time und dann hier zu Policies. Hier findet ihr eure Quiet Time Policies. Wenn man eine neue Policy erstellt, dann sieht man im Dropdown, dass es 3 Arten dieser Richtlinie gibt. Mit Date Range gebt ihr ein Von- und ein Bis-Datum an. In dieser Zeitspanne werden alle Benachrichtigungen unabhängig von der Tageszeit stummgeschalten. So eine Policy ist meistens eine einmalige Geschichte. Nachdem das Datum abgelaufen ist, kann die Policy auch weggeworfen werden. Days of the Week erlaubt es euch, Wochentage zu definieren, an denen keine Benachrichtigungen angezeigt werden sollen. Da gibt es auch die Möglichkeit, die Benachrichtigungen nur zu gewissen Uhrzeiten auszublenden. Die Richtlinie schauen wir uns gleich im Detail an. Und dann gibt es noch Non-Working Time. Da kann man wirklich nicht viel konfigurieren. Wird eine solche Policy einem User zugewiesen, erhält er außerhalb seiner Arbeitszeit keine Benachrichtigungen. Dann ist man natürlich davon abhängig, dass die Arbeitszeiten der User richtig gepflegt sind. Auch kann ein User die Benachrichtigungen nicht manuell wieder aktivieren, wenn eine Non-Working Time Policy zugewiesen ist. Meiner Meinung nach sollte man diese Art der Richtlinie mit Vorsicht genießen. Schauen wir uns mal Days of the Week an. Dann wähle ich das aus und erstelle meine Policy. Vergib zuerst einen sinnvollen Namen, bei mir zum Beispiel Wochenende, weil ich damit Benachrichtigungen am Wochenende deaktivieren will. Optional noch eine Beschreibung, dann auf Next. Hier habt ihr 3 Einstellungen, die ihr vornehmen könnt. Unter All Day könnt ihr Tage angeben, an denen Benachrichtigungen den ganzen Tag über unterdrückt werden. Aktiviert ihr das, dann seht ihr, dass im Default bereits Samstag und Sonntag ausgewählt sind. Das lasse ich bei mir so, weil ich will sie am Wochenende deaktivieren. Unter Certain Hours könnt ihr Uhrzeiten und Tage angeben. Wenn das aktivieren, dann sehen wir, dass im Default 18 bis 7 Uhr ausgewählt ist. Wenn ich auch feierabends die Benachrichtigungen deaktivieren wollen würde, dann wäre der Default also eigentlich ein guter Richtwert. Ich deaktiviere das bei mir aber mal wieder. Und schließlich haben wir noch End-User Overrides. Hier könnt ihr schließlich festlegen, ob der User die vorgenommenen Einstellungen überschreiben darf, also konkret die Ruhezeit beenden kann. Ich erlaube das in meinem Fall. Dann gehen wir weiter zu den Assignments, weisen das einer Usergruppe zu und achtet darauf, dass ihr sie wirklich Benutzern und nicht Geräten zuweist. Eine Zuweisung an Geräte hat keinen Effekt in dem Fall. Ein Vorteil von der Zuweisung an User ist auch, dass die Policy auf jedem Android- oder iOS-Gerät zieht, wo sich der User an Teams oder Outlook anmeldet, unabhängig davon, ob das Gerät in Intune verwaltet wird. Das heißt, ich weise das jetzt einfach mal meiner alle Benutzergruppe zu, sage hier unten Select, prüfe nochmal meine Einstellungen und speichere schließlich ab. Und damit haben wir es schon geschafft. Nach einem Sync und etwas Wartezeit werden eure User in Teams oder Outlook einmalig darauf hingewiesen, dass von der Organisation Ruhezeiten definiert wurden. Wenn ihr euren Usern erlaubt, die Einstellungen selbstständig zu ändern, können sie das in den Einstellungen der jeweiligen App tun. Mich würde interessieren, ob ihr einen Anwendungsfall für die Quiet Time Policies habt und ob ihr sie bei euch in der Organisation nutzt. Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ansonsten macht die üblichen Dinge, abonniert den Kanal, liked das Video und so weiter. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.